Hallo und willkommen zurück zu Iron Harvest. So, die nächste Mission steht an, die heißt zur Rettung und dann beginnen wir auch gleich. Sie kannten sich. Und dieser mechanische Arm? Warum hat er uns nicht gesagt, dass er so etwas kann? Weil unser Papa ein Lügner ist. So sieht's aus. Da, die Heldin, die uns in Salesche gerettet hat. Gern geschehen. Ich, die Dorfbewohner sehen das nicht so. Wovon redest du? Ein Landei mit einem Bären hat euch gerettet? Ich suche meinen Vater. Er wurde entführt von einem Colonel Zubov. Sie ist Onkel Lechs Nichte. Sie hat den Widerstand organisiert und das Schlimmste verhindert. Mhm. Tut mir leid, Kleine. Aber wenn dein Vater von Colonel Zubov gefangen wurde, bringen sie ihn zusammen mit unseren Leuten weg. Hier. Hier sind wir. Und hier ist der Bahnhof. Schwer bewacht. Die haben gestern viele von uns erwischt. Man hält sie am Bahnhof gefangen. Und auch hier und hier. Tja, wäre das ein Tic-Tac-Toe-Spiel, hätte ich schlechte Karten. Also gut. Wollen wir? Wollen wir was? Meinen Vater und eure Leute befreien, bevor sie weg sind. Du willst dich mit Zubov anlegen? Natürlich. Nein. Aber ich will meinen Vater retten. Den Mut hat sie von ihrem Onkel. Ich will auch nicht nur rumsitzen. Los! Na gut, folgt mir in den Tod. Was brauchen Sie? Ist das euer Ernst? Das Mädchen gibt jetzt die Befehle? Ja. Sie weiß, was sie tut. Hoffentlich. Wir sind mehr. Hoffentlich wärmt mich das wieder etwas auf. Ist dir kalt? Komm, wie platziert ihr euch denn? Zu Hause nennen wir sowas eine laue Nacht. Ich höre. Ich gehe besser in Deckung. Ja, das gehst du mal. Vielleicht muss ich meine Einheiten auch mal gescheit platzieren. Geht in Deckung! Je nachdem, was für Waffen die haben. Wir gehen in Deckung! Granate! Granate ist unser Weg! Gesellschaft! Komm schon, geh hoch! Ah, die Granate hat jetzt niemandem wirklich geholfen. Nein, Gegner! Richtet euch neu aus! Komm schon, schieß doch! Ja! Ja, so sieht's aus. Nicht wieder aufstehen. So, wo sind denn die nächsten? Kann nie schaden. Vorsicht! Ich hab da drüben einen gesehen. Das ist gut zu wissen. Ach, dieses Einheitenplacement ist schon. Sieht nach einer guten Position aus. Bereit. Niemand da. Sucht weiter. Die können überall sein. Ich sehe doch so viele. Haltet den Kopf unten. Ich mach mich auf den Weg. Ein bisschen Geduld bitte. Lasst uns fallen! Das sollte den anderen eine Warnung sein! Komm schon! Wo ist denn mein Bärli hin? Ah, da unten ist er. Da unten ist er, ja. Das ist gar nichts. Ich war in Städten, wo ganze Blocks in Trümmern lagen. Wegen der Max. Die größeren können mitten durch ein Haus laufen. Was brauchen Sie? Das ist aber nicht gut. Befehle? Wie soll ich denn solche Mechs ausschalten? Werkzeug. Was sollen wir denn damit? Werkzeug und Minen. Das klingt schon besser. Dann her mit den Minen. Ja? Okay, die heilen gerade, glaub ich, hoch. Tonanias Beste stehen bereit. Wir können jederzeit loslegen. Und die haben ein Haussymbol. Vorsicht! Max patrouillieren die Straße. Gegen die brauchen wir schwere Waffen. Panzerbrecher-Mine, das klingt doch gut. Macht langsam, Jungs. Nur keine Hektik. Ein bisschen Hektik wäre angebracht. Bisschen Hektik könnt ihr schon. Wie lange braucht ihr denn zum Bauen? Das ist doch nur eine Mine. Na gut, vielleicht bringt das ja was, dass wir uns hier ein bisschen rüsten. Wirkt aber nicht wie das Spiel, wo das arg sinnvoll ist. Einfach nur Wahnsinn. Ein schrecklicher, schrecklicher Wahnsinn. Vergesst nicht, dass sie hier liegen. Ich hoffe, wir vergessen das nicht. Komm schon, wie lange braucht ihr denn für eine Mine? Und vor allem, wo muss ich die denn hinlegen? Okay, links ist auf jeden Fall das Missionsziel.
So wie das aussieht. Seid ihr fertig damit? Ja, wenn ihr denn noch wollt. Ein Gegner! Und er ist nicht allein! Oh oh. Rückzug, Rückzug! Taktischer Rückzug ist nicht abhauen. Komm schon. Oh, da kommt ein Mech. Ey, das ist eine Mine, die läuft. Das ist ja interessant. Könnt ihr was außer... Oh, das ist schön. Oh oh. Oh oh. Dann triff doch mal. Ich bin noch nicht bereit. Tut mir leid. Nein, meine ganze Einheit geht hier drauf. Das fällt mir auf. Nehmt Waffen. Ja? Wer ist ein Schnapsidier, Junge? Auf den Mech. Baller ihn weg. Bin beschäftigt. Wir haben jetzt Ihre Aufmerksamkeit. Mach ich sofort. Komm, hinter den Mech. Hinter den Mech. Und greift ihn an. Oh, was ist das für ein Einheitenplacement? Ja, wenn der sich umdreht, treffen die wenigstens. Ja, ja! Was brauchen Sie? Alles klar. Ich brauche Gesundheit. Ja? Ja? Wie sieht der Plan aus? Ihr rüstet jetzt erstmal hier schöne Kanonen aus. Sie sagen, was Sie brauchen. Immer her mit den Anti-Mech-Kanonen. Ja. Wieso habe ich schon wieder so viel Truppen verloren? Kanoniere bereit. Geben Sie uns was, worauf wir schießen können. Wie geht's weiter? Wir ziehen uns zurück und wir brauchen mehr Leute. Das klingt doch nach einem vernünftigen Plan. Was brauchen Sie? Bin unterwegs. Oh, mir geht's echt nicht so gut. Sieht nach einem sicheren Ort aus. Na, kommt. Schön. Bin gleich da. Ach, was ist das denn hier für ein Placement? Kommt in die Schützengräben. Ich sehe hier eine ganze Menge von denen. Nee, nicht in die Schützengräben. In Deckung. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Meine Kanoniere. Macht was draus. Ja, ich hoffe, ihr seid da auch geschützt. Komm schon. Neue Befehle für uns? Nee, aber hier für diesen Rotschopf. Genau in die Fresse. Mir gezeigt hat. Was? Schieß doch. Sie wollen die Gefangenen befreien. Ja. Feindliche Einheiten gesichtet. Komm schon. Alles gut. Mach die fertig. Ja, wunderbar. Komm schon, Bär. Bester Mann. Ihr hättet in Russwiet bleiben sollen. Befreien wir unsere Leute. Ja, das wollen wir doch mal hoffen. Wo sind denn unsere Leute? Da drüben haben wir Deckung. Alles ist wieder gut. Muss ich hier ins Haus? Gehen wir rein. Aha. Nee, sieht nicht so aus. Raus aus dem Haus. Rumgesessen. Klingt gut. Strategische Position. Okay, ich glaube, wir müssen die andere Flagge hissen. Unsere Flagge. Die gute Flagge. Ja. Die Basis gehört uns. Ein Hoch ist das nicht schön? Wo habt ihr gesteckt? Und wer ist das? Ich bin Anna. Anna die Große. Freiheitskämpferin, Schützin, Bärenreiterin. Ja. In Ordnung. Da drüben, eine Feldkanone. Könnte nützlich sein, wenn wir sie einnehmen. Geben Sie uns einfach ein Ziel. Oh, ihr habt jetzt alle Kanonen. Das gefällt mir. Verstanden. Her mit der Gesundheit. Und was liegt da? Alles klar. Auspacken. Oh, nicht schon wieder schaufeln. Nehmt jetzt eine bessere Position ein.
Na gut, gibt's hier hinten noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Na gut. Bestätige. Ich könnte die Kanone mitnehmen. Bereit. Jagen wir ein paar Panzereinheiten. Oh, das klingt doch gut. Randa. Wie geht's weiter? Alles klar. Wir stehen bereit, Polania zu verteidigen. Das ist gut. Mehrere Gegner gesichtet. Auf den Weg. Oh oh. Gegner gesichtet. Ja. Deckung. Sieht nach einem sicheren Ort aus. Ja. Deckung. Einer guten Position. Panzerbrecher hält sich bereit. Feuer! Ein Held ist einen Rang aufgestiegen. Einer unserer Einheiten ist in den Veteranenrang aufgestiegen. Ja, so, so eine gefällt mir das. Veteraneneinheiten ist in den Veteranenrang aufgestiegen. Gut. Die Gegner, da haben wir doch kurz einen Prozess gemacht. Das Kanone heißt. Kanone bereit für Befehle. Kanone darf weiter nach vorne. Da ihr kommt nach da. Was brauchen Sie? Ich gehe und hier schön hinter die Holzstämme. Na, die Kanone ist sehr, sehr langsam. Verdammt, die Kanone ist schwer. Dann lasst sie hier. Sie ist nicht darauf ausgelegt, ewig herumgeschoben zu werden. Ja, aber die ist so effektiv. Ich glaube, die hilft auch gegen mich enorm. Begeben uns zur neuen Position. Geht in Deckung! Wie kann ich helfen? Sieht nach einem sicheren Ort aus. Immer schön langsam. Fortschritt wird hier nicht in Zeit, sondern in Gebiet gemessen, denke ich mal. Vorsicht, die Mine! Okay, ist gut gegangen. Ist gerade nochmal gut gegangen. Befehl erhalten! Wir positionieren uns neu, ja? Das klingt gut. Ich positioniere mich auch. Ich höre. Komm schon. Ich gehe besser in Deckung. Ihr geht alle besser in Deckung. Oh. Ich höre was. Aber vielleicht waren das meine Leute, die Kanone sich beschwert haben über die Kanone. In Ordnung. Wir machen uns auf den Weg. Ach, die können wenigstens noch was schieben. Wäre das nicht besser, wenn man, keine Ahnung, die irgendwie an einen Gaul oder so dranhängt? Geht in Deckung. Bin kein Experte, aber das sieht schwer aus. Sieht nach einem sicheren Ort aus. Naja, wenn der Rotschopf überzeugt ist, bin ich das auch. Bereit zur Zielerfassung. Haben es ja bald geschafft. Hier noch was? Ich glaube nicht. Befehl erhalten. Wir positionieren uns neu. Aha. So, wo ist denn die nächste Deckung? Mir nach. Schön im Wald drin. Ich höre. Hier sind mehrere Feinde. Feinde. Ich gehe besser in Deckung. Panzerbrecher hält sich bereit. Wir bringen uns in Angriffsposition. Aufgepasst. Sehr gut. Ja? Komm schon. Geht in Deckung. Ja, die Kanone bringt was. Bereit zur Zielerfassung. Komm schon. Nicht so weit kommen müssen. Macht ihnen die Hölle heiß! Geben sie mir ein Ziel! Wo hast du so schießen gelernt? Von meinem Bruder. Ist er auch im Widerstand? Ich bin sicher, das wäre er gewesen. Ja, dem geht's nicht so gut. Begeben uns zur neuen Position. Der Krieg hat ihn umgebracht. Neue Befehle für uns? Wie geht's weiter? Na, ich würde sagen, wir gehen über den Engpass. Deckung kann nie schaden. Da kann gar nichts schiefgehen. Ja, gehen wir. Geht in Deckung. Panzerbrecher hält sich bereit. Boah, ihr geht mal nach vorne. Das ist schön. Das ist schön, dass ihr euch auf den Weg macht. Oh, ich glaube, rechts ist noch eine Kiste. Ja, da liegt sie. Ich glaube, die braucht man nicht unbedingt. Meinen Einheiten geht's doch gerade so gut. Wie kann ich helfen? So, ihr deckt mal ein bisschen die Karte auf. Auf geht's. Schön in Deckung bleiben. Deckung ist wichtig. Ah, da gibt's auch Gesundheit. In Hülle und Fülle. Bereit für Befehle. Ich muss sagen, ich könnte auch hier bleiben. Schönes Land. Deswegen wollen die Polanier uns wohl raushaben. Vielleicht, wenn das alles vorbei ist. Nix da, unser Land. Sieht nach einer guten Position aus. Seid ihr wollt hier leben, dann könnt ihr hier leben. Aber dann muss das Töten aufhören. Da drüben haben wir Deckung. Kanone bereit für Befehle.
Feuer! Komm schon. Befehle! Los, los! Kanone hier! Oh, die Kanone hat sich gelohnt. Komm schon. Sie mir ein Ziel. Erledigt sie. Da ist ein Ziel. Schießt. Sie haben uns im Visier. Alles gut, mein Bär regelt. Hä? Schießt da jemand auf mich zurück? Ich höre. Das kann ich aber nicht leiden. Unser Brecher hält sich bereit. Vorwärts. Neue Befehle für uns? Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Ich gehe voran. Da drin ist genug Platz für alle. Mir nach. Wollt mich jetzt aber nicht verkriechen. Wie kann ich helfen? Oh, 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 oh. Bleibt in Deckung. Da drüben. Los. Kanone bereit für Befehle. Schieß, mach um die Hölle heiß. Ja. Komm schon, Kanone. Ja. Schieß. Kanone hier. Bereit zur Zielerfassung. Bringt sie in Stellung. Nee, schießt, 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 schießt. Bleibt wachsam. Ja, die liegen doch alle nur da. Komm schon. Wie kann ich meine Einheiten denn anweisen? Ach, die legen sich automatisch hin. Komm schon. Schießt, du Esel. Du Kanone. Sehr gut. Kanone hier. Befehl erhalten. Wir positionieren uns neu. Das klingt gut. Ah, die sind da weggegangen. Haben uns angegriffen. Wie geht's weiter? Na gut. Wir positionieren uns geschickt, würde ich sagen. Hier zum Beispiel. Ich gehe besser in Deckung. Was gibt's? Ihr wartet mal da hinten. Panzerbrecher hält sich bereit. Wir decken das erstmal ein bisschen auf. Vielleicht auch mehr. Begeben uns zur neuen Position. 100. Oh, oh, oh. Vorsicht! Befehl erhalten. Wir positionieren uns neu. Ich führe unsere Brüder. Bereit zur Zielerfassung. Ja, ich brauche hier noch ein bisschen. Die Kanone ist so langsam. Okay, die treffen von da. Nieder mit ihnen. Das wird ihnen eine Lehre sein. Sehr gut. Da ist das nächste Objective. Also dieses Mädchen ist eure Anführerin? Ja, sie ist unglaublich. Eine polanische Jeanne d'Arc, was? Weiß nicht, wer das ist. Wenn sie auch eine gute Schützin ist, dann ja. Machen wir. Her mit der strategischen Position. Kanonen bereit. Auf dem Weg. Ich höre. Sekundärziel abgeschlossen. Sehr schön. Wir dachten, diesmal ist es aus. Keine Sorge. Solange wir Anna und Wojtek haben. Wen? Können wir den Bahnhof jetzt einnehmen? Mehr Feuerkraft haben wir nicht. Vielleicht doch. Gibt's ja eine Karte? Hier hat's uns erwischt. Wir mussten unsere Mechs zurücklassen. Wenn sie also Waffen brauchen... Ist den Umweg vielleicht wert? Oh, oh. Kriegen wir unsere Mechs? Sekundärziel erhalten. Panzerbrecher hält sich bereit. In Ordnung. Wir machen uns auf den Weg. Ja, ist ja gut. Müsst nicht alles ankündigen. So, wir müssen irgendwie darüber. Die Brücke sieht doch unzuverlässiger aus als die Steinbrücke da. Aber vielleicht der geschicktere Weg. Wie geht's weiter? Ist egal. Wir nehmen die gute Brücke. Deckung kann nie schaden. Das wird eine Weile dauern. Vor allem mit der Kanone. Ah, die Kanone hat mir gute Dienste erwiesen. Sind wir halt bisschen entspannter unterwegs. Sieht nach einem sicheren Ort aus. Alle auf die Brücke, dann wird die hoffentlich nicht gesprengt, so im, wie im 7. Harry Potter Buch oder Film. Wir haben Wir, Gesellschaft! Nein, ich mag keine Gesellschaft. Deckung kann nie schaden. Ich hasse Gesellschaft. Grenadiere stehen bereit. Wir suchen uns Deckung. Hier sind mehrere Feinde. Kanoniere bereit. Ja. Verteilt euch geschickt. Oh oh. Oh oh. Verstanden. Wo ist meine Kanone? Oh je. Oh je. Oh je, kriege ich auf den Sack. Nieder mit ihm.
Ja, der Bär hilft. Der Bär ist extrem wertvoll da. Komm schon. Mach ihn platt. Nee, noch nicht alle. Hier sind ja noch welche. Boah, was machen meine Leute denn? Können doch nicht einfach so an der Mauer liegen. Komm schon. Ja, Wojtek. Bester Mann. Kanone bereit für Befehle. Ja, ihr seid ein bisschen langsam. Ja, das haben wir ja schon rausgefunden. Wie kann ich helfen? Ja, ihr habt, glaub... Ihr nehmt mal die neuen Waffen da. Wie man sowas benutzt. Nein, nicht du. Du behältst deine Sniper. Uns hilft, glaub, auch nicht, wenn der Bär die ausrüstet. Maschinengewehr-Trupp bereit! Wie laut ihre Befehle? Zielerfassung. Ich würde sagen... Sie? Bin gleich da. Den Trupp parken wir einfach hier unten. Wir sehen uns das mal an. Zusammen mit denen irgendwie. Ich und höre. Wir holen jetzt die Mechs. Die können wir da, glaub, parken. Dann mal los. Ich gehe besser in Deckung. Okay, die sind ausgewählt. Ich sehe hier eine ganze Menge von denen. Deckung kann nie schaden. Angriff. Hä? Okay, ihr seid auch einfach nur langsam. Genau wie Yannick es mir gezeigt hat. Ja. Komm schon, wir angreifen. Bleib unten. Sehr gut. Sehr, sehr schön. Wie kann ich helfen? Dann müsste das hier irgendwo da oben sein. Und ein paar Russwirts. Ich muss euch mal aufteilen. Geht in Deckung. Geben Sie uns einfach ein Ziel. Du bist einfach der Beste, Wojtek. Schadet nie. Wie geht's weiter? Ihr steckt euch in den Busch da. Da ist ein Fass. Wartet, Abklingzeit eine Sekunde. Hä? Kannst du das nicht? Machen wir es kurz und schmerzlos. Oh, was trifft ihr eigentlich? Attacke! Sehr gut. Jetzt hat sie das getroffen. Nein, hier liegt eine Granate. Ach, das war schon. Können wir sie zusammenflicken? Pioniere könnten das. Gibt nicht viel, was ein Pionier nicht kann. Schauen wir mal, ob es hier wieder Werkzeug gibt. Vorräte werden gesichert. Eisenvorrat, wunderschön. Ich mag's, Ressourcen zu sammeln. Ich mag doch meine Ressourcen. Ihr braucht aber ganz schön lang zum Sammeln. Wir bauen also etwas auf, anstatt was niederzureißen. Ich hoffe zumindest, mit dem Werkzeug könnt ihr die Mechs reparieren. Pioniere sind bereit, an die Arbeit zu gehen. Wir bringen es wieder in Schuss. Das ist wunderschön. Na, das läuft ja. Und der andere Mech sieht noch cooler aus. Eine unserer Veteraneneinheiten ist in den Elite-Rang aufgestiegen. Ja, wunderbar. Fertig. So gut wie neu. Das haben wir in 0, nichts repariert. So, und wer kann jetzt da reingehen? Könnt ihr euch... Kann ich euch irgendwie aufteilen? Angriffsbewegung, Stopp. Das sollte es gewesen sein. So viele Optionen habe ich ja nicht. Der wird uns gute Dienste leisten. Was macht ihr denn da? Wollt ihr da reinklettern? Ja, er ist repariert. Ah, okay. Müssen noch mehr Sandsäcke gefüllt werden? Wir setzen ihn sofort in Gang. Sehr schön. Dauert wohl ein bisschen, bis man den Anschalter da findet. Ja, ist schon okay. Ist schon okay. Ziel abgeschlossen. Was brauchen Sie? So, die Pioniere brauche ich eigentlich... Ups. Bin gleich da. Sie sagen, was Sie brauchen und wir bauen es. Knacken wir ein paar Panzerungen. Ja, ihr nehmt schön die anderen Waffen wieder auf. Und die Medizin. Oh. Oh, oh. Dann unterdrückt die Feinde. Das ist sehr schön. Ich bin sehr gut vorbereitet diesmal. Ich bin doch so gut vorbereitet. Hier mit der Medizin. So.
Wir schließen uns jetzt wieder mit den anderen Einheiten zusammen. Auf geht's. Auf geht's. Jungs, wir schaffen das und Mädels. Da, passend zur Kanone. Dann würde ich sagen, ich bin maßlos überfordert mit den Einheiten, die ich habe. Auf die anderen müssen wir wieder warten. Wo, Gegner? Nicht gut. Ich muss mal hier ein bisschen aufteilen. Eine gute Position. Meine Waffen sind bereit. Strasznik, rückt vor. Was brauchen Sie? Ah, da sind Gegner. Ich sehe mir das mal an. Gut, dann. Neue Befehle für uns? Das ja. Genug. Haben wir Deckung. Ja. Lasst uns welche übrig. Angriff. Jeder Schuss zählt. So viele Fässer sind da. Nieder mit den Fässern. Sehr schön. Ich nehme sie ins Visier. Jeder Schuss zählt. Vorsicht. Oh, das hätte mich beinahe mitflambiert. Gut. Kanone bereit für Befehle. Jo, Befehle die kann... Nein. Nur die Kanone. Bereit zur Zielerfassung. Nur die Kanone nach vorne. Gibt's ein Ziel? Ja, ihr nehmt die Medizin. Haben Sie eine Mission für mich? Ja, ihr geht mal hier hin. Wir sehen uns da. Mitgebracht. Gegner! Feindliche Einheiten! Angriff! Ah, ihr kriegt das hin. Kanone bereit für Befehle! Befehle ja, ihr müsst mal ein bisschen Druck machen. Deckung kann nie schaden. Kanonen bereit. Los! Oh je. Werden geschossen! Hier drüben sind Gegner! Verstanden! Komm schon! Oh je, ich bin nicht gut aufgestellt. Ich bin nicht gut aufgestellt im Moment. Komm schon! Ich hab den Überblick verloren! Wieso kommen die denn jetzt von hinten? Feuer! Feuer! Ein Glück habe ich die Kanone mitgebracht. Nein, meine Mechs sind dahin! Meine Mechs sind dahin! Aber deren auch. Ich glaube, wir schaffen das. Ich glaube, wir schaffen das. Ran an den Feind. Sehr gut. Ja. Her mit euch, ihr hisst jetzt die Flagge. Wir erledigen das. Ja, dann macht auch. Nicht nur sagen, auch laufen. Ihr müsst doch auch laufen. Sehr gut. Da, 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 da. Die neue Flagge, die ist da, da, da. Ziel abgeschlossen. Sehr gut. Der Bahnhof ist unser. War doch gar nicht so schwer bis hier. Danke für die Rettung, Jungs und, Mädchen. Mein ja. Vater, er hat einen Metallarm. Habt ihr ihn gesehen? Rusvietische Soldaten kommen von Norden. Viele. Oh oh. Die wollen den Bahnhof zurück. Das müssen wir verhindern. Wir halten sie auf. Bereit machen zur Verteidigung. An die Gewehre. Legt Minen. Auf Verteidigungsposition. Ah, meine Mechs leben wieder. Es geht gleich los. Meine Mechs leben ja wieder. Neues Primärziel erhalten. Was brauchen Sie? Deckung. Ganz viel Deckung. So, ich du bist ein Sniper. Du kommst dahin. Und wo kommen die her? Nehm jetzt eine bessere Position ein. Macht das Ding hier kaputt. Das sollte jeden niederstrecken. Was brauchen Sie? Muss was erledigt. Das ist genau das Richtige. Einsatzbereithalten. Wir sehen uns da. Strasznik einsatzbereit. Gut, bleiben wir in Bewegung. Komm schon, ihr müsst euch irgendwie aufstellen. Mach ich sofort. Übernehmen die Anti-Mech-Kanone. Was gibt's? Positioniert euch gescheit. Keine Ahnung, was eine gute Position ist. Findet selbst raus. Findet das selbst raus.
Wie sieht der Plan aus? Was brauchen Sie? Geben Sie uns einfach ein Ziel. Eine gute Position. Schön verteilen. Müssen noch mehr Sandsäcke gefüllt werden? Weiß ich nicht. Ihr geht hier hin. Haben Sie eine Mission für mich? So, der Mech unterstützt hier. Hoffentlich. Der andere. Das ist sehr schön. Du gehst mal dahin. Das sehe ich auch so. Oh, das muss auch noch bemannt werden. Ihr da. Bemannt die das schwere Maschinengewehr. Und nehmt davor ein bisschen Gesundheit auf. Achso, Minen. Wer hat denn Minen? Ihr habt Minen. Sandsäcke kann ich auch aufbauen. Wunderschön. Hättet ihr mir vorher sagen sollen. Irgendjemand muss mal wieder die Achse Vergesst spielen. Nicht, dass aber hier dieser jemand bin nicht ich. So. Panzerbrecher hält sich bereit. Also die Kanone. Kanone bereit für Befehle. Ja, ist ja gut. Geht dahin. Position. Bereit zur Zielerfassung. Oh je, die erste Welle. Muss was erledigt werden? Ja, ihr müsst abhauen. Zurück. Nehmen Deckungsposition ein. Wir machen uns auf den Weg. Legen wir sie um. Hier ist es so gut wie woanders. Ja, bin gleich da. Komm schon. Kanone, schieß doch. Die Kanone war nicht vorbereitet, so ein Mist. Jetzt. Jetzt kann sie sogar schießen. Boah, ist da viel los. Komm schon. Schießt. Schießt. Doch nicht ihr, nur die Kanone. Wie kann ich helfen? Angriffsposition. Wie geht's weiter? Komm schon. Kanone. Ja. Mehr Kanone. Kanone bereit für Befehl. Erledigt sie. So sieht's aus. Erledigt sie. Das ist gut zu wissen. Wo ist Lechkos? Wo ist mein Vater? Dein... Professor Dibowskis Tochter. Natürlich. Er hat nie etwas von dir gesagt. Hätte ich Bescheid gewusst, wäre es anders gelaufen. Hey, willst du mir sagen, wo dein Onkel steckt? Er würde dich hier doch nicht alleine lassen. Wo ist mein Vater? Dein Vater hat mir nicht gesagt, was ich wissen wollte. Naja, etwas habe ich trotzdem bekommen. Sein Kopf. Hey, Süße! Du Dreckskerl! Wie sprichst du überhaupt mit mir? Angebracht, würde ich sagen. Bereit zum Angriff! Nein, ich muss mich doch vorbereiten. Machen wir uns bereit! Neues Primärziel erhalten. Primärziel abgeschlossen. Bemannt mal jemand das Geschütz? Neue Befehle? Geschütz! Wir machen es im Handumdrehen. Feuerbrecher hält sich bereit. Kanone bereit für Befehle! Braucht ihr Medizin? Medizin? Straschnik rückt vor! Schweres Maschinengewehr ist kampfbereit! Obwohl, euch geht's noch gut. Euch geht's noch gut. Irgendwelche Befehle? Wir verlegen jetzt das MG. Sehr gut, macht es. Ich habe keine Zeit für Sandsäcke und Minen. Ich höre. Eine unserer Einheiten ist in den Veteranenrang aufgestiegen. Das ist gut. Das ist produktiv. Angriff! Angriff! Wieso jetzt von hinten? Mehr Angriff! Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Angriff! Angriff! Ja, ist gut, dass ihr das versteht. Komm schon! Ja! Weg mit euch! Kontakt! Was ist? Bin gerade beschäftigt!
Wieso ist der Feind hinter uns? Mist, meine Kanone ist ungedeckt. Machen wir es kurz und schmerzlos. Ich bin einsatzbereit. Wir sehen uns da. Rein mit euch. Bereit zur Ziel. Vorsicht hinter euch. Sehr gut. Wie viele Wellen gibt's denn hier? Schluss. Dazu ist keine Zeit. Folgt mir. Okay. Gegen die dritte Welle. Oh oh. Oh oh. Wir können nicht gewinnen und auch nicht fliehen. Wir gehen nirgendwo hin. Mut, Leute! Für Polania! Polania! Yeah! Hastings! Oh, Onkel Lech ist da mit seinem Mech. Onkel Lech! Onkel Lech! Oh yeah! Onkel Lech? Greift an! Worauf wartet ihr? Angriff! Angriff, die Kanone steht falsch rum. Ran an die Kanonen. An die Kanone. Vorsichtig. Ran an die Kanone. Gewinnen wir? Ja, mit dem MG da durchzuschießen bringt nichts. Hey, der haut einfach ab. Ah, die ziehen sich zurück. Wenigstens was. Sieg. Wunderschön. Ja, Mittel halt. Ich glaube, danach kommt wieder eine Filmsequenz. Die sehen wir uns natürlich noch an. Ja, ja. Bonusziele nicht erreicht. Das ist in Ordnung. Ja, passt. 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 So, Filmsequenz. Genauso heldenhaft mit der Musik habe ich das in Erinnerung. Ist ja auch erst 2 Minuten her. Was habe ich denn für einen Gesichtsausdruck? Ah, schon besser. Servus! Oh je. Ach, er atmet noch. Anna, ich wollte euch immer beschützen. Euch beide. Was hast du? Jemand muss Heinrich Steinmetz warnen in Kolno. Und du musst fliehen. Bring dich in Sicherheit. Wieso hat der Colonel dich Professor genannt? Und was hast du? Ja, von dem kriegt man keine Antworten mehr. Anna, wir müssen gehen. Hier sind wir nicht sicher. Na, die Trauer war aber schnell vorbei. Genauso wie die Filmsequenz. Ach nee, es geht noch weiter. Ja. Bester Kämpfer. Und so ein schönes Tier. Hör zu, wir teilen uns auf.
Sie dürfen nicht alle auf einmal erwischen. Operation Hoffnung geht weiter. Der polanische Widerstand lässt niemanden im Stich. Polania! Polania! Papa, Professor Dibowski? Ja, schon immer. Dein Vater und Heinrich Steinmetz haben für Tesla gearbeitet, als er die Automaschinen entwickelt hat. Ich weiß nicht, was Zubov von ihnen will. Wir haben erfahren, dass der Mistkerl auf der Suche nach ihnen war. Ich habe ein paar Männer geschickt, aber offenbar zu spät. Warum hat mir niemand etwas gesagt? Niemand sollte es erfahren. Sie waren Ingenieure in der Fabrik weit vor deiner Geburt. Sie flohen, um ein neues Leben zu beginnen. Doch der Krieg hat sie eingeholt. Ich muss mit diesem Heinrich in Kolno sprechen. Er muss etwas wissen. Da wollen wir auch hin. Die Russwirts haben die Stadt von der Außenwelt abgeschnitten. Und wir wollen ihnen einen Besuch abstatten. Wenn du nicht fliehen willst, kannst du mitkommen. Du schießt gut. Aber zuerst muss ich Papa begraben. Tu das. Aber mach schnell. Der Krieg wartet nicht. So sieht's aus. So, dann würde ich sagen, wir sind am Ende der Episode angekommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.